Hey, hey, Dennis Gore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show. Was haben wir heute? Nummer 154 am 2. August 2017. Ja, ein historischer Tag gestern. Wirklich kann man so sagen. Es ist zwar nicht viel passiert, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber gut möglich, dass wir in wenigen Monaten, 1, 2, 3, 5 Jahren auf diesen Tag zurückblicken und sagen, wow, da ist wirklich was Monumentales passiert. Wir werden es sehen. Aber wir beginnen natürlich wie immer mit dem Preis. Und der Preis, hey Leute, der Preis steht bei 2734 Dollar. Ja, also recht stabil. Das Hoch gestern jetzt in den letzten 24 Stunden war 2917 sogar. Ja, also es gab gestern trotzdem Hardfork, so ein paar kleine Schwankungen, aber bei weitem nicht so extrem, wie viele das vermutet hatten. Viele haben gesagt, oh Mann, das kann richtig böse enden für Bitcoin und für Bitcoin Cash auch. Und ja, gab es viel Diskussion, aber letztlich ist nicht viel passiert. Und ja, der Bitcoin Cash ist jetzt am Markt, ja, wird auf CoinMarketCap schon angezeigt. Es ist die drittteuerste Währung, drittteuerste ist gut, die Währung mit der Marktkapitalisierung an dritter Stelle. Und es steht bei 6,9 Milliarden. Und unglaublich, der Bitcoin Cash Preis steht gerade bei 423 Dollar. Also nicht schlecht. Ja, einen fetten Jump gemacht, 44%. Da komme ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Das erste Thema heute ist das Thema Kryptowährungen und Freiheit. Ja, Kryptowährungen bedeuten für mich Freiheit. Die Frage ist halt, warum muss man Kryptowährungen regulieren? Warum brauchen wir das? Und das ist ein interessanter Artikel hier von Cointelegraph. Und es ist halt so, ja, dass wir mit Kryptowährungen einfach einen massiven Schritt vorwärts gemacht haben in sozialen, ökonomischen und technischen Aspekten, wenn du mich fragst. Ja. Und man sollte natürlich nicht nur so auf die Technik gucken, sondern wirklich auch gucken, welche Bedeutung hat das für uns, welche Bedeutung hat das für unser Finanzsystem und so weiter und so fort. Und ich benutze immer gerne ein Beispiel, ja, wenn ich so eine Technologie wie im Bitcoin oder Blockchain erklären möchte. Ja, im Moment ist die Szene, es ist ja sehr eine Szene, die sehr technisch lastig ist. Ja. Bitcoin ist hochtechnisch, hochkomplex und die meisten verstehen es nicht. Ich verstehe es auch nicht, wie es technisch funktioniert. Ganz ehrlich, ich muss es auch nicht verstehen. Und es ist genauso wie mit einem Auto. Du musst nicht wissen beim Auto, wie der Vergaser funktioniert oder wie die Einspritzung funktioniert oder wie das einzelne Zusammenspiel ist, ja, der Komponenten. Du musst wissen, du steckst einen Schlüssel rein oder okay, mittlerweile braucht man keinen Schlüssel mehr, aber du steigst ein und drückst auf den Knopf und gibst Gas, das Auto fährt. Ja? Du musst nicht wissen, wie das Flugzeug funktioniert. Du setzt dich rein, fliegst 10.000 Meter durch die Luft und ja, trinkst einen schönen Gin Tonic. Ja? Das ist alles wunderbar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass wir nicht die einzelnen technischen Sachen haben müssen, sondern einfach ein Verständnis haben, welche Auswirkungen hat so eine Technologie. Und es ist wirklich so, dass der wahre Wert von Kryptowährungen, der wahre Wert, den wir hier haben, welcher ist es? Freiheit, Leute. Freiheit zu handeln ohne Grenzen. Ja? Wir können das erste Mal, denkt mal drüber nach, das allererste Mal in Zeiten der Menschheit, ja, haben wir die Chance, weltweit mit einer Währung wirklich zu bezahlen. Natürlich, klar, Gold, eine Unze Gold ist hier, eine Unze Gold ist überall das gleiche Wert, aber nicht überall kann man damit zahlen. Und jetzt kannst du nach Moskau fliegen, du kannst dort eine Blumen kaufen, du kannst nach Tokio fliegen, kannst dort mit Bitcoin bezahlen. Ja, dein Geld ist überall das gleiche Wert. Der Bitcoin ist das gleiche Wert in Russland, in Australien, in Deutschland. Ja, und das ist wirklich etwas, ja, was uns als Menschen einfach mehr zusammenbringt, den Handel auch näher zusammenrücken lässt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Die Frage ist halt jetzt, ja, wir kommen immer mehr in diese ganze Regulierungsphase rein. Ja, jedes Land hat eine eigene Regulierung, je nachdem, in welchem Land du bist. Jedes Land behandelt das ein bisschen anders. Ja, in Japan ist Bitcoin offizielles Zahlungsmittel. Ja, aber wir haben dann immer wie Begriffe, ja, Geldwäsche, Terrorismus, blablabla und wofür der Bitcoin und Kryptowährung alles verwendet werden können. Ja, die Sache ist halt einfach, es gibt da unglaublich große Unterschiede. Ja? Mal ein Beispiel jetzt hier, das US Department of State, das INCSA, ja, hat Länder wie Kanada, Deutschland, Frankreich
als Primary Concern für Geldwäsche angesehen, ja. Und das heißt, die Länder wie Deutschland und Frankreich, ja, die haben in deren Sicht eine großes Geldwäscheproblem. Ja, das heißt, wir sind auf der gleichen Liste wie Irak, Afghanistan und Guatemala. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind natürlich so Sachen, ja, wenn man das ganze Thema mit Kryptowährungen jetzt befasst. Wir hatten jetzt vor kurzem auch wieder diesen einen Artikel, wo dieser Russe in Griechenland für Geldwäsche im großen Stil verhaftet wurde. Ich glaube, 3 Milliarden oder 4 Milliarden Dollar, die es waren, durch die Börse BTCE. Also es ist einfach so, ja, egal wie man Kryptowährungen sieht, Fakt ist auf jeden Fall, Menschen werden es für illegale Zwecke nutzen. Das hat nichts mit Kryptowährung an sich zu tun, ja. Wo es Gesetze gibt, gibt es Verbrechen. Und niemand, meiner Meinung nach, kann Kryptowährungen dafür verantwortlich machen. Aber viele versuchen es. Und das ist halt jetzt wirklich eine interessante Phase, ja, wo wir auch in den nächsten Jahren, denke ich, noch sehr, sehr viel sehen werden und sehr, sehr viel passieren wird. Auf der einen Seite die Regulierung, auf der anderen Seite die Freiheit. Die Frage ist, auf welcher Seite sind wir? Was ist der richtige Weg? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was, was ich eigentlich sehr gerne verfolge, denn ich bin ein großer Fan von Freiheit und ich glaube, dass Regulierung in den meisten Fällen schadet. Der Staat, wenn der Staat sich irgendwo einmischt, was passiert? Meistens geht es in die Hose, oder? Aber wir werden sehen, ja, wie die Firmen oder die Staaten, die Regierungen in Zukunft ja hier mit diesem Thema weiter verfahren werden, aber definitiv ein Thema, ja, was wichtig ist zu verfolgen. Und Leute, ganz ehrlich, Kryptowährungen sind Freiheit und ich bin dafür, dass wir diese uns nicht nehmen lassen. Aber das ist nochmal ein Thema für ein eigenes Video. Kommen wir mal zum dem spannenden Thema der aktuellen Stunde, Bitcoin Cash. Leute, gestern kam es zum Hardfork auf den verschiedenen Plattformen, ist der ja jetzt schon handelbar, es war im Endeffekt, ist nicht viel passiert. Ja, es war relativ easy, würde ich einfach mal sagen. Die Leute, die Bitcoin haben, haben jetzt auch Bitcoin Cash, wenn du auf dem richtigen Wallet warst. Ja, Coinbase zum Beispiel hat es nicht unterstützt, ja. Aber Bitcoin Cash hat einen unglaublichen Sprung hingelegt. Ich habe es eben schon gesagt. Also mittlerweile $430 ist ein Bitcoin Cash wert. Der war gestern um die $217 nur wert. Also ist schon extrem gestiegen. Fast 50% jetzt. Also nicht schlecht, was da passiert ist. Und viele haben halt wirklich gedacht, es geht ab, es geht hoch und runter und Bitcoin ist am Ende, es ist das Ende von Bitcoin. Und aber die Frage ist halt, was passiert jetzt in den nächsten Tagen mit dem Bitcoin Cash? Es scheint, viele Leute halten ihren Bitcoin Cash, um einfach mal abzuwarten, was da jetzt passiert. Und da kommt natürlich auch das Thema Roger Ver auf. Roger Ver, die meisten, denke ich, in der Bitcoin-Szene werden ihn kennen, als Bitcoin Jesus auch bekannt. Roger Ver ist ja ein großer Unterstützer von Bitcoin Cash. Er sagt ungefähr, dass er 130.000 Bitcoins hat. Ja, das wären über 360 Millionen Dollar umgerechnet. Und er sagt, hey, I'm willing to put my money on the line. Ja, also er will sein Geld nehmen und angeblich in Bitcoin Cash legen. Ob das jetzt wirklich so stimmt, laut diesem Artikel, kann ich nicht beurteilen. Aber dieser Split, der ist formal, wie es hier steht, nicht aktiv wirklich, bis die ersten 6 Blöcke gemeint sind. Und aufgrund der hohen Difficulty und der geringen Hashpower von Bitcoin Cash, ja, kann das noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, ob die 6 Blöcke schon gefunden wurden. Der Artikel ist schon, der ist jetzt ja schon 10 Stunden alt. Aber auf jeden Fall ist es so, viele Exchanges warten einfach und gucken, was passiert jetzt und haben ja den Withdrawal von Bitcoin Cash oder den Deposit noch nicht enabled, ja. Also Fakt ist, es ist noch nicht wirklich viel passiert. Wenn das sich alles jetzt, ich sag mal, der Staub sich gelegt hat, dann wird es da wahrscheinlich nochmal rund gehen und die Volatilität auch ein bisschen zunehmen. Aber das bleibt abzuwarten. Also auf jeden Fall mega, mega spannend, was hier passiert ist. Und ich möchte jetzt nochmal ein bisschen über das Thema Bitcoin Cash sprechen, weil Bitcoin Cash, Leute, es ist ein Altcoin. So wird er behandelt im Moment. Roger Ver und seine Truppe, die sagen, hey, es ist ein
eigentlich kein Altcoin, sondern es ist der wahre Bitcoin. Und er hat dann ein kleines Beispiel hier in seinem Artikel beschrieben. Ich verlinke das auch auf meinem Blog. Also wenn du den Artikel dann lesen willst, einfach hier später auf meinem Blog klicken und dort ist der Artikel verlinkt. Ja. Aber er sagt, stell dir vor, du bist Teil von einem Open Source Projekt. Ja, und es wird ein White Paper, ein Papier rausgebracht, wo genau beschrieben wird, ja, was das Projekt für Methoden hat, wie das funktionieren soll, also wie Satoshi, ja, das White Paper von Bitcoin, ja, und das Projekt ist halt, wird halt von freien Programmieren, von Menschen, die halt eine Passion dafür haben, entwickelt, eine Community entwickelt sich darum und dann kommt eine Firma und sagt, hey, wir haben ein starkes Development-Team und die kriegen viel Geld und die werden zu einem, werden halt gut finanziert und werden halt, ja, und haben dann die Ursprungsprogrammierer im Endeffekt rausgedrängt, ja, und diese Firma, die das Ganze finanziert hat, die haben halt ihre eigene Agenda, so schreibt er das auf seiner Seite hier, und er sagt auch halt, ja, Diskussion und Promotion vom originalen Founding White Paper ist verboten und das Projekt wird ein bisschen umgeschrieben und letztendlich ist was passiert, dass dieses Projekt im Endeffekt gehijackt wurde und in eine Richtung läuft, die nicht vom Gründer vorgesehen war. So beschreibt Roger Ver, wenn es der Artikel, ich glaube, ob es jetzt Roger Ver ist, der es gesagt hat, nicht. Lass mich mal gucken, wer der Autor vom Artikel ist, das ist Eli Afram. Aber er sagt halt, bringt halt diese Analogie und er sagt halt einfach, hey, eigentlich ist Bitcoin Cash, ist der originale Bitcoin, der die Vision von Satoshi Nakamoto weiterführt. Und Segwit ist eigentlich etwas, ja, was niemals vom Bitcoin-Inventor Nakamoto erdacht wurde. Und deswegen sind wir eigentlich der wahre Bitcoin und er wird natürlich jetzt attackiert von vielen und so weiter und so fort, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Debatte, um zu gucken, ja, ist der Bitcoin Cash ein Altcoin? Und auch hier, die Meinungen sind gesplittet, die Supporter sagen, hey, wir sind eigentlich der wahre Bitcoin, die anderen sagen, nein, wir sind der echte Bitcoin. Bitcoin Cash heißt nun mal Bitcoin Cash, aber sie schreiben hier, Bitcoin Cash is true Bitcoin in every sense of the word and is 100% aligned to the white paper description. Also hier steht, so wie sie es sehen, Bitcoin Cash ist der wahre Bitcoin, ja, wortwörtlich und 100% im Agreement mit dem White Paper. Hey, sehr, sehr spannend diese Aussage, aber da denke ich, da werden sich die Meinungen auch auseinandergehen und das ist wirklich die Frage. Und der Markt wird es letztendlich zeigen. Der Wert der verschiedenen Bitcoins, Bitcoin und Bitcoin Cash, der wird vom freien Markt letztendlich bestimmt. Und das ist etwas, ja, was wir die nächsten Tage, Wochen, Monate sehen werden. Fakt ist auf jeden Fall, ja, Roger Ver hat einen großen Pool mit Bitcoin.com und unterstützt das Ganze. Ja. Also Bitcoin.com hat jetzt ihren Kunden die Möglichkeit gegeben, in diesem Zusammenhang auch Bitcoin Cash zu meinen, ja, und das ist halt auch eine ganz interessante Sache. Natürlich supporten sie das, aber wir sagen, hey, entscheidet selber, wollt ihr ein Bitcoin Mining oder wollt ihr den Bitcoin Cash meinen, ja, wo halt das Blocklimit jetzt auf 8 Megabyte ist und es kein Segwit mehr gibt. Und er sagt einfach, der Bedarf ist da von der Community, von den Usern, sie haben nachgefragt und deswegen wird Bitcoin.com den Bitcoin Cash als Mining-Projekt anbieten. Wie profitabel das ist, keine Ahnung. Ich denke, ich werde mir das auch mal ein bisschen genauer angucken, aber das ist wirklich jetzt eine sehr, sehr interessante Debatte, die hier in Gang gebracht wurde. Wir haben jetzt zwei Coins und es gibt letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, haben wir jetzt einen großen Mehrwert. 7 Milliarden ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin Cash, die einfach mal so erschaffen wurde. Und wenn wir jetzt mal die Preise zusammenrechnen, Bitcoin steht gerade bei 2718 plus Bitcoin Cash 423, haben wir einen zusammengeführten Wert von 3141. Also der Wert der beiden Bitcoin Chains ist höher als vom Bitcoin vorher. Und das ist auch sehr, sehr interessant zu sehen. Bleibt es so? Keine Ahnung. Aber Bitcoin Cash steht an Stelle 3. Und ich denke, da werden wir jetzt noch viel Bewegung sehen. Was ich persönlich jetzt so sehen kann einfach ist, und aus meinem Kreis so mitbekomme, ist einfach, Bitcoin ist für die meisten
jetzt nicht etwas, womit sie gerne ihre Sachen bezahlen würden. So von meinem Gefühl her. Kaffee bezahlen, dies bezahlen, Brötchen einkaufen. Viele sehen Bitcoin eher auch als digitales Gold an. Ja? Wie ist die Frage auch an dich jetzt hier, wenn du dieses Video siehst. Was ist für dich der Bitcoin? Möchtest du den Bitcoin wirklich tagtäglich einsetzen für Zahlungen? Oder glaubst du der Meinung, hey, Bitcoin hat eher so die Eigenschaften von Gold, die Leute kaufen es, um zu halten, ja. Und ich habe das Gefühl, die Leute wollen ihn einfach halten, geben ihn ungern aus, weil sie halt auf eine Wertsteigerung spekulieren. Frage ist, wie siehst du das? Ja, hat der Bitcoin das Potenzial, wirklich eine funktionierende Währung zu werden, oder sehen die Leute das eher als digitales Gold an, um halt sich abzusichern, ja? Und das ist halt jetzt die Frage, vielleicht wird der Bitcoin Cash eine große Community aufbauen, vielleicht werden Leute den Bitcoin Cash, weil der Name impliziert das ja auch, für alltägliche Zahlungen nutzen, vielleicht sind die Transaktionen schneller und günstiger. Das bleibt jetzt alles abzuwarten, wie sich das entwickelt, wie groß die Community ist, die dahinter ist. Auf jeden Fall mega, mega spannend, denn die Marktkapitalisierung, die ist auch jetzt wieder bei 100 Milliarden, das Trading-Volumen ist wieder hoch, 3,5 Milliarden, und klar, Bitcoin-Dominance vom Original-Bitcoin liegt jetzt nur noch bei 44%, aber ist sehr, sehr spannend. Was man ganz klar gesehen hat gestern ist, Bitcoin Cash, der Fork wurde gemacht um 14:20 und die Altcoins haben direkt alle mit angezogen, es ging wieder bergauf, viele Coins haben wirklich einen Sprung nach oben gemacht und es ist einfach mega, mega spannend zu sehen, was da passiert. Also Leute, heute ein bisschen länger, ich bin raus, freue mich, dass ihr alle dabei wart, ja, und wenn euch das Video heute gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, gebt mir ein Like, gebt mir einen Thumbs up, und ganz wichtig, wenn ihr Menschen kennt, die sich für Bitcoin und Kryptowährungen interessieren, was ist zu tun? Ganz einfach, teile dieses Video. Wenn du es auf Facebook siehst, markiere deine Freunde, teile dieses Video. Wenn du es auf YouTube siehst, ja, nutze dieses Video, verbreite es, denn es ist unsere Aufgabe, die Kryptowährungslandschaft nach vorne zu bringen, und Kryptowährungen bedeuten Freiheit, Leute. Vergesst das nicht, es ist Freiheit. Freiheit ist der wahre Wert, den wir hier haben, meiner Meinung nach. Und ich glaube, wir müssen einfach gemeinsam an einem Strang ziehen, mehr Leute hier in diese Branche reinzubringen. Also, es liegt an uns, an niemandem anders. Sprich mit zwei Leuten über Bitcoin, helfe ihnen, ein Bitcoin-Wallet einzurichten diese Woche. Bring sie in die Branche rein. Damit bin ich raus, sag wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Und ihr wisst Bescheid, in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!